In diesem Video zeige ich euch, wie man ein Bett schnell, einfach und umweltfreundlich reinigen kann mit Naturmitteln. Keimfrei, wenn man einfach Kaisernatron über die ganze Matratze streuselt. Danach einwirken lassen, danach wird gesaut. Wie das geht, zeige ich euch hier. Ungefähr 50 Gramm Kaisernatron, ein Beutel, oder auch Backpulver kann man nehmen, hat fast den gleichen Effekt. Einfach streuseln. Für die schmutzige Stelle kann man Essig mit Backpulver oder Kaisernatron eine Pasta machen und einfach den Fleck wegmachen. Für die Flecken, kleine Flecken, wenn die Matratze hat, nimmt man ein bisschen Essig, normaler Haushaltsessig, reibt man einfach den Fleck weg. Dann abtrocknen lassen. Fertig. Jetzt glänzt wie neu. Wenn man diese Tipps benutzt, einmal im Monat, haben die Milben und die Bakterien und die Keime keine Chance. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen. Im zweiten Teil vom Video zeige ich dir, wie du deine Sofa in ein paar Minuten einfach und schnell mit Naturmittel reinigen kannst. Mit diesem Tipp kannst du auch den Teppich reinigen. Erstmal habe ich den Sofa gesaut, reinigen von Staub. Danach in eine Schüssel 1 Liter warmes Wasser, 1-2 Esslöffel Spülmittel, Kaisernatron, ungefähr 1 Löffel, alles richtig mischen, Essig, ein halbes Glas optional. Probiere es unbedingt, diese Tipps mal aus. Es wird euch gefallen. Mit diesem Glasdeckel in ein Tuch einwickeln, das Tuch entweichen, abtrocknen und die Sofa einfach reinigen. In Minute glänzt wie neu unsere Sofa. So verschwinden auch Flecken, Staub und wird gründlich gereinigt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß zum Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch an, die Sofa glänzt jetzt wie neu. Probiert es unbedingt diese Tipps mal aus.